Ja, hallo, hier ist Christian Nimschemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg. Und dies ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Und ja, heute geht es um das Thema Überempathie in Beziehungen vermeiden. Also was ich so festgestellt habe bei vielen Klienten, also wann, es gibt ja, habe ich ja schon vielfach drüber gesprochen, halt diese Anziehung, sage ich mal, zwischen Co-Abhängigen und ja, sagen wir mal Narzissten oder egozentrischen Menschen oder unbewussten Menschen oder wie auch immer. Und ja, und das Gleiche gilt aber im Grunde genommen auch für, was man so manchmal sagt mit Empathen, ne? Also der Übergang zwischen Empath und Co-Abhängigkeit ist recht fließend, sag ich mal. Also viele, die sehr empathisch sind, haben mit Co-Abhängigkeit zu kämpfen und viele Co-Abhängige sind sicherlich sehr empathisch. Und ja, das kann halt ein Problem sein, ne? Wenn man auf der anderen Seite so mit Unterempathie zu tun hat. Das heißt also entweder gar keine Empathie oder mangelnde Empathie. Und man selber aber vielleicht aufgrund der eigenen Biografie, weil das in der Kindheit gebraucht wurde oder wenn man in der Familie so eine Rolle übernommen hat, dass man die empathische Fahne hochgehalten hat oder sich einer zumindest verantwortlich gefühlt hat für, wie in der Familie so läuft, dann ja, ist es, ja, kann sein, dass man eben da besondere Fähigkeiten hat, die Schmerzen von anderen Menschen zu spüren, und das kann eben dazu führen, ja, dass man sich schlecht behandeln lässt. Ja, also diese ganzen Sachen, die halt in diesen Beziehungen passieren, hinhalten lässt, vertrösten lässt, ja, manipulieren lässt, wie auch immer, weil man immer den anderen irgendwie verstehen kann, ne? Wenn man denkt, ja, oder irgendeine Begründung bekommt, die man dann versucht zu verstehen oder immer das Gute im Menschen zu sehen, was natürlich jeder hat, ne? Ist natürlich klar. Also es ist jetzt keine falsche Sichtweise, ne? Also ich finde auch, Empathie ist eine großartige Eigenschaft. Es fehlt natürlich viel in der Welt. Aber wenn es sozusagen zum eigenen Verderben ist, Nachteil mit jemand empathisch zu sein, dann wird es eben schwierig. So, ne? Dann braucht man, also man kann sicherlich empathischer mit manchen Menschen aus der Ferne. Und ansonsten gehört zur Empathie eben ganz klare Grenzen, die ja die eigenen Bedürfnisse schützen. Sonst kommt man halt immer wieder in diese Beziehung, wo, ja, wo man vielleicht die Bedürfnisse des Partners im Blick hat. Der Partner hat aber nicht die Bedürfnisse von dir im Blick, ne? Das ist halt, ja, das ist halt enorm wichtig. Und Überempathie ist genauso Teil des Problems wie die mangelnde Empathie auf der anderen Seite, ne? Also wenn du sozusagen immer wieder versuchst, alles zu verstehen und drin zu bleiben in toxischen Situationen, weil du immer wieder an das Gute glaubst oder dann wird es schwierig, ne? Nur weil jemand auch gute Seiten hat, kann es nicht trotzdem sein, dass er sich ja, im schlimmsten Fall wie ein Arschloch benimmt oder total daneben benimmt oder ja, oder irgendwas macht, was einfach nicht hilfreich ist. Und oder unter Umständen, dass du versuchst, einen Menschen zu verstehen, der einfach nicht dein Bestes im Blick hat, dich komplett manipuliert, komplett seine eigene Agenda hat. Das muss alles nicht sein, ne? Also es ist sicherlich ein ganz weites Spektrum von Menschen, die dir vielleicht wehtun, die auch irgendwo aus ihrer eigenen Unbewusstheit, aus ihren eigenen Traumata agieren, bis hin zu Psychopathen, die das vielleicht komplett bewusst machen und dich komplett bewusst hintergehen oder dich in irgendein Netz ziehen. Aber am Ende des Tages, ja, sagen muss, insbesondere mit Co-Abhängigkeit zu kämpfen, da muss man einfach auch sehen, dass man selber das bekommt, was man haben will und nicht Menschen. Natürlich sind wir irgendwo alle gleich, ne? Klar, keiner ist mehr wert, aber dass man Menschen eben nicht zu gut
einschätzt und dann, ja, was vielleicht schon in einer eigenen Familie passiert ist, komplett ins Hintertreffen gerät und ja, letztlich nicht das bekommt, was man eigentlich sich wünscht, verdient hat. Oder wie auch immer. Also, ist wirklich wichtig, diese Tendenz zu Überempathie, genauso wie zu Co-Abhängigkeit wahrzunehmen, zu sehen. Nur, dass man die Schmerzen von anderen Menschen wahrnehmen kann, heißt eben nicht, man muss sie alle heilen oder in Ordnung bringen. Oder was jetzt nicht heißt, dass wenn der andere mitzieht, ne, dass man da nicht was machen kann. Ne? Klar, wenn der andere sagt, ja, stimmt, ist so und lass uns beide daran arbeiten, das ist immer was anderes. Aber typischerweise ist es natürlich so, dass, ja, dass es einer gibt, der versucht, den Karren aus dem Dreck zu ziehen und der andere sitzt im Karren drin oder. Und klar, also wenn beide sagen, hey, wir haben hier ein Muster, was in irgendeiner Weise korreliert, und beide sehen den Anteil daran und beide Bock haben, das aufzulösen, dann ist es vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Aber ansonsten, wie gesagt, das Überempathie ist auch ein bisschen, man muss da ein bisschen selber Verantwortung für sich übernehmen. Man kann nicht nur immer dem anderen sagen, irgendwie, warum machst du dies, warum machst du jenes, wenn man selber drin bleibt in so einer Situation und ja, nicht für sich selber Verantwortung übernimmt. Und ein Mechanismus kann eben sein, diese impulsive Überempathie. Ja, ich hoffe, ich konnte das ein bisschen erleuchten, das Thema. Und genau, Selbstliebe-Challenge ist gerade losgegangen, kann man noch einsteigen. Und meine Kurse zu Bindungsangst, Umprogrammierungs, Liebeschips, Dating-Strategien, was haben wir noch? Liebeskummer und so weiter und so fort findest du auf liebeschip.de. Und tschüss.